Ich sag's euch gleich vorweg. Das ist mein neues Lieblingsobjektiv für Wildtiere. Das ist geil. Es fühlt sich alles richtig an. Es ist alles am richtigen Platz für mich. Ich erreiche alles perfekt. Das Krasse an der Linse ist eigentlich, wenn ich mit der arbeite und die Auflösung schon durch den Viewfinder sehe und die Qualität und die Schnelligkeit des AF und des Animal Tracking, sowohl Film als auch Foto, dann hat man nie das Gefühl, dass man mit einer Zoom-Linse arbeitet. Das hatte ich auch bei dem 70-200 schon nicht mehr. Aber bei der Linse, da kommt diese Frage gar nicht auf, dass das eine Zoom-Linse ist. Das ist wirklich eine Prime Fixed Lens, die aber auch zoomt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist schwer zu erklären. Aber man hat niemals das Gefühl, ich arbeite jetzt hier mit einem Zoom. Du arbeitest mit einer absoluten Top-Prime-Lens der höchsten Kategorie, der absolut besten Qualität und die macht auch noch Zoom. So würde ich das beschreiben. Und das ist jetzt wieder so wirklich die perfekte Distanz, auch gerade für 100-300. Der Bär ist ungefähr, ich würde sagen, 12 bis 13 Meter weg von uns. Und dafür ist dieses Objektiv einfach perfekt, weil ich kriege den Bär wirklich voll ausgefüllt, aber zurück auf 100, auch so ein bisschen in seiner Umgebung. Das heißt, man kann das Tier hinterher auf den Schüssen auch ganz gut einordnen. Und es entwickelt sich wirklich, also ich muss jetzt sagen, das ist jetzt die zweite Expedition mit dem Objektiv, gerade zu meinem absoluten Lieblingsobjektiv. 100-300 ist das echte Optimum für so eine Situation mit Wildlife. Einfach nur geil. Was mich auch richtig glücklich gemacht hat, als ich dieses Objektiv das erste Mal in die Hand genommen habe, das hat vorne einen Objektivdeckel. Alle anderen großen Linsen, da musste man immer so ein schwarzes Ding drüber fummeln, was auch unterwegs abgefallen ist und nicht richtig optimal war, habe ich mich manchmal drüber geärgert. Aber jetzt mit diesem Objektivdeckel fühlt sich das an wie so ein 100-400 auf Steroiden. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein viel potenteres, krasseres, mächtigeres, fähigeres Objektiv. Und man muss sich das auch mal überlegen. 100-300-28, das ist ja schon eine super gute Range, mit der man extrem viel abdeckt, gerade was jetzt bei mir zum Beispiel die Arbeit auf einem Boot ist oder die Arbeit aus einem Auto bei den Wildtieren oder eben auch jetzt hier an so einem Strand, wenn ich auf der Suche bin nach Wölfen, Vögeln und allem möglichen anderen Kram. Aber das Gute ist, ich habe jetzt hier einen Zweifachkonverter drauf, das heißt, ich mache aus meinem 100-300 ein 200-600. Die Wölfe hier sind sehr scheu, weit weg und mit einem 600er und einer Kamera mit einer guten Auflösung und einem guten Sensor kann ich hinterher auch noch reinkroppen, auch beim Filmen. Und dann erwische ich die Tiere. Und alles, was ich im Prinzip jetzt für die Wildtierfotografie brauche, ist dieses Objektiv, ein 1,4er-Konverter und ein 2,0er-Konverter. Und dann habe ich die optimale Kombination. Dann habe ich von 100 bis 600 mm alles. Die Blenden dann dementsprechend auch angepasst. Ohne Konverter 2,8, mit 1,4er-Konverter 4,0 und mit 2er-Konverter 5,6. Und das ist top für die Wildtierfotografie. Das ist absolut optimal. Es ist lichtstark, es ist auflösungsstark. Es ist auch, wenn man schon durchguckt, denkt man, boah, crisp. Die Auflösung, also man fühlt das Ganze richtig. Schaut man sich hinterher die Bilder an, sowohl Foto als auch Video, es ist einfach nur genial. Oder jetzt hat man halt das und macht es einfach aus der Hand, zieht mit, ob Vogel oder ob Bär vom Boot. Ich kann alles aus der Hand, perfekt stabilisiert durch Image Stabilizer in der Kamera oder Image Stabilizer hier in der Linse. Also das Schöne ist schon, man legt auf dem Boot zum Beispiel an oder während man läuft oder irgendwo sitzt und dann kommt der Bär, der Wolf oder zu Hause euer Hund, ist ja wurscht. Und dann wackelt man noch so ein bisschen und dann drückt man zum Beispiel im Filmmodus auf den Aufnahmeknopf und alles stabilisiert sich. Und auf einmal macht man diese Mitzieher, während der Bär so schön durchs Gras läuft und sich einmal so schüttelt und nichts bewegt sich. Man shakt nicht, man fummelt nicht rum, es wird einem nicht zu schwer oder bei der kleinsten Windböe fängt man an zu wackeln. Es ist ein optimales Arbeitsgerät. Und während früher Profifilmer wirklich mit Riesenkameras und manuell und Stativ und was weiß ich ankommen mussten, tanze ich heute einfach nur noch damit an, in der professionellen Wildtierfilmerei und Fotografie. Ich bin begeistert. Diesmal mache ich mal Folgendes. Ich sage einfach mal vielen Dank, Canon.
mit den Bildern und den Videos, die ich mit so einer Linse kreiere und dem Spaß, den ich dabei habe, obwohl es anstrengend ist, inspiriere ich Millionen Menschen, sich für die Natur einzusetzen, sich für Tiere zu interessieren, quadratmeterweise Regenwald zu schützen oder Urwald, so wie hier in Kanada. Und ich richte jetzt einfach mal meinen Dank an Canon. Danke, dass ihr sowas baut. Danke, dass ihr mir sowas zur Verfügung stellt, dass ich so viel Spaß damit haben kann und dass ihr mir das Leben im wahrsten Sinne des Wortes wirklich leichter macht und die Qualität meiner Bilder besser. Ich verabschiede mich einfach mal mit einem Dankeschön an Canon.